Die Geschichte des heutigen Filmes hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Geschichte der Menstruation. Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Thema ist, eine Modellbahnanlage so zu planen, dass sie auch an verschiedenen Orten aufgebaut werden kann. Das heißt also, dass beispielsweise ein Umzug nicht einen Totalabriss der Anlage bedeutet. Diesbezüglich gibt es ja verschiedene Konzepte, von denen allerdings manche so wirksam sind wie Zuckerkügelchen zur Krebstherapie. Mit anderen Worten, ja, kann man machen, aber hilft wahrscheinlich nichts. Ziel dieses Filmes ist es deshalb, wirksame Konzepte zu finden. In diesem Themenbereich gibt es mit Sicherheit nicht die Universallösung, die für alle Modellbahner gleichermaßen sinnvoll ist, aber es gibt zumindest einige Lösungen, die sinnvoller sind und andere, die weniger sinnvoll sind. Ziel des Filmes ist es, vermutlich eingefahrene Denkstrukturen doch etwas aufzubrechen und den Geist offener zu machen für andere Lösungen. Und jetzt geht's erstmal zu den Vorabhinweisen. Dies ist der Kanal von Thorstens Mobile Design, dem Planungsdienstleister für unkonventionelle Modellbahnanlagen. Und wie immer der Hinweis, liken, wenn das Video gefällt, abonnieren, wenn der Kanal gefällt. Ihr kennt das ja. Nach dem Titelsong geht's dann los. Kommen wir also direkt zu des Pudels Kern, oder wie ich zu sagen pflege, kommen wir dahin, wo der Frosch die Locken hat. Viele Modellbahner stehen vor dem Problem, dass sie wahrscheinlich irgendwann oder vielleicht sogar in absehbarer Zeit den Standort ihrer Modellbahn wechseln müssen. Um in solchen Fällen nicht gleich alles Gebaute in den Müllcontainer werfen zu müssen, gibt es verschiedene Überlegungen und Konzepte. Seit den 1980ern galt im Prinzip die offene Rahmenbauweise als der Königsweg beim Bau der Modellbahnanlage. Für Schau- und Ausstellungsanlagen, die keinerlei persönlichen Bedürfnissen gerecht werden müssen, mag das auch durchaus so sein. Wenn eine Anlage einem Businesskonzept entsprechen muss, dann ist das sogar sinnvoll, dass es so ist. Aber in dem Moment, in dem eine Anlage den persönlichen Bedürfnissen eines Erbauers entsprechen sollte, wird das schon ein Problem. Letztendlich ist die Anlage ja im Prinzip ab dem Ende der Planungsphase in ihrer Entwicklungsrichtung beschränkt bzw. sehr, sehr stark eingeengt. Das heißt, sowohl in ihrer räumlichen als auch in ihrer thematischen Ausrichtung ist eine Anlage dieser Bauweise doch extrem eingeschränkt. Das mag für Zeitgenossen mit lebenslangem Wohnrecht durchaus eine denkbare Alternative sein, aber für die meisten Berufstätigen ergeben sich doch andere Perspektiven in einer Zeit, in der eine erhöhte Flexibilität von den Arbeitnehmern gefordert wird. Außerdem muss man ja durchaus feststellen, jeder denkende Mensch ist heute schon nicht mehr der Mensch, der er gestern war, weil er ja im Prinzip in den letzten 24 Stunden verschiedene Eindrücke aufgenommen und verarbeitet hat und diese auch entsprechend in seine Ansichten hat einfließen lassen. Man kann also sagen, die offene Rahmenbauweise ist eine ausgesprochene, vorherbestimmte, inflexible und nicht mehr in unsere Zeit passende Anlagenkonstruktionsform. Das gilt zumindest für private Modellbahnanlagen, deren Hauptaufgabe es ja ist, dem Besitzer bzw. Erbauer Spaß und Freude zu bereiten. Als nächstes kommen wir zu einem Konzept, das wohl der Geschichte der Menstruation am nächsten kommt, weil es wirklich eine Geschichte voller Missverständnisse ist. Oft wird eine Anlage in Segmentbauweise angestrebt, weil irgendwann ein Umzug anstehen könnte. Es wird also insgeheim davon ausgegangen, dass eine Anlage, die in Segmenten gebaut wurde, sich leichter an neue Räumlichkeiten anpassen lässt. Das mag in vereinzelten Fällen auch so sein, aber beim Großteil der Fälle ist das eher nicht so. Dem eher mäßigen Flexibilitätsgewinn stehen allerdings recht hohe Kosten, begründet in dem höheren Konstruktionsaufwand für die Module und der höhere Planungsaufwand für die Gleisführung entgegen. Die vermeintliche eierlegende Wollmilchsau entpuppt sich bei näherer Betrachtung doch eher als Seegurke. Die haben zwar auch ihre Daseinsberechtigung, aber die Nützlichkeit im häuslichen Umfeld ist doch eher gering. Aber trotzdem kann eine Segmentbauweise durchaus sinnvoll sein. Beispielsweise, wenn die Anlage nicht das ganze Jahr aufgebaut bleiben kann und eine gewisse Zeit in einem Keller bzw. einem Regal verstaut werden muss. Aber auch für Modellbahner mit körperlichen Gebrechen, sei es beispielsweise die Schwächung des Körpers im Alter oder halt eben einfach irgendwelche Krankheiten oder Behinderungen, kann es sinnvoll sein, eine Modellbahn in Segmenten aufzubauen. Wer jedenfalls aus körperlichen Gründen nicht einfach mal eben unter die Modellbahnanlage kriechen kann, um da irgendwas zu verkabeln und sonst irgendwas zu machen, für den ist es natürlich sehr praktisch,
wenn er einfach ein Segment aus dem Verbund herauslöst, es hochkant vor sich hinstellt und dann im Prinzip die ganze Arbeit, die er machen muss, bequem im Stehen machen kann. Man könnte diese Problematik natürlich auch mit der in Teil 15 ab Minute 3,45 vorgestellten Sandwich-Bauweise lösen, aber das kann natürlich auch dem einen oder anderen zu aufwendig sein. Hier ist nochmal die Illustration zu sehen, die ich damals für den genannten Film gemacht habe. Dieser Film und verschiedene vertiefende Informationen sind natürlich in der Playlist zu diesem Film hier zu finden. Sie ist wie immer oben rechts in der Ecke abrufbar und am Ende des Filmes in der Endcard. Aber kommen wir wieder zurück zu Sandwich-Bauweise und Segmenten. Es ist natürlich auch möglich, beide Bauweisen zu kombinieren. Daraus können sich dann durchaus auch günstige Konstellationen ergeben. Beispielsweise, dass man nicht das ganze Segment aus der Anlage heraustrennen muss und dann aufstellen muss, sondern beispielsweise nur die Sichtebene hochklappt und dann darunter quasi diese, ja ich sag mal, Arbeitsebene hat, auf der die ganze Elektrik und die ganze andere Mechanik für die Modellbahn untergebracht ist. Es ist also schon zu erkennen, dass die Segmentbauweise durchaus ihre Berechtigung hat, aber es ist halt nicht das, was ursprünglich oder was von den meisten angenommen wird, dass dadurch eine besondere räumliche Flexibilität erreicht wird. Es ist im Prinzip eher was für Leute, die nicht mehr im Vollbesitz ihrer körperlichen Kräfte sind. Andererseits, in einer älter werdenden Gesellschaft wird sowas ja früher oder später zum Massenphänomen. Eine weitere Möglichkeit bestünde natürlich darin, verschiedenste Kleinstanlagen mit Durchfahrmöglichkeiten miteinander zu verbinden. Gemeint sind damit natürlich Kleinstanlagen, die einen eigenen Schaukasten bilden. Wobei das natürlich eine Option ist, die eher für Feldbahnanlagen wie 0E oder GN15 zutrifft, beziehungsweise offen steht. Für Regelspuranlagen dürfte das wahrscheinlich eher unrealistisch bzw. unschön sein, denn letztendlich würde sich dann beispielsweise irgendein TEE über 3 bis 4 Schaukästen verteilen, das ist ja nun auch nicht irgendwie sinnvoll. Die hohe Flexibilität bei der Anordnung würde man sich also bei diesem Konzept doch eher mit einer nicht zusammenhängenden Modellbahnanlage erkaufen. Das ist, ja, ich sag mal, nicht jedermanns Sache. Aber trotzdem bin ich immer wieder zwischen den verschiedenen kleinen Schaukästen und einer kaum fertigzustellenden Großanlage hin und her gerissen. Was aber auch daran liegt, dass mich diese Fortsetzung der Islamisten mit modellbahnerischen Mitteln wirklich nerven. Hier, Modellbahn-Islamisten, was meinst du damit jetzt schon wieder? Es kommt letztendlich bei einer Modellbahn nicht darauf an, wie hoch irgendwelche fiktiven Streckendurchsätze sein mögen. Das Einzige, was die Modellbahn zu transportieren hat, ist der Spaß und die Freude des Besitzers bzw. Erbauers. Natürlich können das auch manche Leute anders sehen. Es ist völlig okay, wenn die Leute eine Modellbahn nach Transportkapazitäten und Zugdurchsatz und Ähnlichem und Engstellen und weiß der Geier was nicht alles beurteilen. Das Problem ist nur, wenn sie ihr eigenes Wertesystem nach dem Motto »An meinem Wesen soll die Welt genesen« auf sämtliche anderen Modellbahnen und Modellbahner übertragen. Denn genau in dieser infantilen Allmachtsfantasie liegt das Hauptproblem mit diesen Leuten. Aber egal, kommen wir jetzt erstmal zu der in meinen Augen sinnvollsten Variante der Anlagenkonstruktion, die sich auch an verschiedene Räume anpassen lässt. Und das ist die, naja, ich sag mal, Lattengitterbauweise. Bei der werden im Prinzip Latten in einem Seitenverhältnis 100 zu 50 bzw. 2 zu 1 als Basismaterial genommen, mit denen dann der Unterbau einer Anlage konstruiert wird. Im Idealfall ist so ein Unterbau aus verschiedenen standardisierten Teilen zusammengebaut. Es werden möglichst nur sehr wenige spezialisierte und speziell angefertigte Bauteile eingebaut. Auf den so entstandenen Rahmen werden dann ebenso fest fixierte wie leicht vom Unterbau trennbare Landschaftsteile gesetzt. Diese können dann relativ genau detailliert werden, weil sie ja im Prinzip auf dem Modellbautisch in dem Detaillierungsgrad ausgeführt werden können, der einem angemessen erscheint. Der Unterbau und die eben erwähnten leicht entfernbaren Landschaftsteile, das können Wälder sein, es können aber auch Fabrikgelände oder Städte oder Bahnhofsbereiche sein, können bei der nächsten Anlage wiederverwendet werden. Dazwischen sind natürlich immer auch Bereiche, die nach einem Standortwechsel bzw. man könnte auch sagen, bei der nächsten Anlage nicht wiederverwendet werden können. Mit anderen Worten, es können viele, aber nicht alle Teile weiterverwendet werden.
Das ist in meinen Augen zumindest eine sinnvollere Variante als beispielsweise, ja, irgendwelche Segmente mit vielen Kompromissen nach dem Motto, jetzt geh da rein, du Sau, anzupassen und mit einem gewissen Druck in einen Raum reinzupressen. Bei der hier zu sehenden Anlage würde ich beispielsweise die Bereiche, ja, zum Beispiel hier die Stadt oder das BW hier oder vielleicht auch das Sägewerk im Prinzip als herausnehmbare Geländeteile gestalten, so dass ich die auch bei einer späteren Anlage verwenden kann. Ja, und ich denke, jetzt ist es auch genug für diese Woche. Bei Interesse kann ich ja nochmal auf meine Art der Unterbaukonstruktion näher eingehen. Schreibt doch bitte einfach mal in die Kommentare, ob euch das interessiert oder ob es euch nicht interessiert. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Website, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanal-Infoseite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mehr dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film, rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir.